Multiday stehen für eine Mitmachkonferenz, die verschiedene Entwickler, Entwicklerinnen zusammenbringt. Wo die Leute sich über fachliche Themen austauschen, ihr Wissen bereichern, eine Community bilden. Die XP Days stehen für mich persönlich für einen offenen Austausch, für eine Integration unterschiedlichster Ideen und Evolution, auch über die Jahre hinweg, immer Neues zu lernen. Und das in einer sehr schönen, warmen und freundlichen Atmosphäre. Die Speaker für die XP Days wurden ausgewählt nach den technischen Themen, also ob diese Themen, Vorschläge, die sie eingereicht haben, auch wertvoll sind für Softwareentwickler. Bei den meisten anderen Konferenzen ist es eben so, dass wir entweder einen sehr starken Fokus auf Technik haben oder einen sehr starken Fokus auf Coaching-Themen, und bei den XP Days kriegen wir da auch laut Feedback der Teilnehmer eigentlich eine ganz gute Mischung hin. Und hier trifft irgendwie alles zusammen, so dass das, was die XP Days ausmacht. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir gerade nach der langen Corona-Pause es noch viel wichtiger finden, dass diese Konferenz vor Ort wieder stattfinden kann und die Leute einfach wieder vor Ort zusammentreffen. Für mich macht die Konferenz auf jeden Fall die Vielfältigkeit der Workshops aus. Es ist nicht nur für Entwickler da, sondern auch für Product Owner oder wie mich für Designer. Also ich erwische mich bei manchen Vorträgen dabei, dass ich da wirklich was für meinen Arbeitsalltag mitnehmen kann und vielleicht auch mich selbst reflektieren kann nochmal meine Aufgabe. Bis jetzt war fast alles ein Highlight, muss ich zugeben. Ich war von jedem Workshop mega beeindruckt. Ich fand den Vortrag über Open Source Software ganz spannend. Der Vortrag von Christoph Dibbern über Kanban. Dass man einfach mal wieder ins Gespräch kommt, ins Persönliche. Und dass ich ein Crew-Shirt habe. Das finde ich das Coolste überhaupt. Und ich freue mich natürlich auch auf den Abend. Ja, es hat wieder richtig Spaß gemacht, auch dieses Jahr bei den XP Days, und ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen auch nächstes Jahr in Frankfurt wiedersehen kann. Bye bye.